Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler, ich bin Programmierer und habe das Programm geschrieben, CatCast Barcode Creator 1.2. Das will ich euch heute kurz vorstellen. Zunächst einmal kann man hier den Barcode eingeben und den Barcode-Typ wählen. Also jeder Barcode-Typ hat natürlich dann auch entsprechende Zeichen, die er nur unterstützt. Und manche Barcode-Typen haben auch eine gewisse Länge, die genau erforderlich ist. Zum Beispiel ERN13 muss halt direkt 13 Stellen haben und kann halt nur Zahlen enthalten. Hier steht auch nochmal zulässige Zeichen. Zum Beispiel Code 128 ist relativ flexibel, hat halt sehr viele verschiedene Zeichen, Zahlen, Buchstaben, groß und klein, und hat halt eine auch keine feste Länge. Das heißt, hier kann ich die Länge im Prinzip frei wählen. Es ist also ein ziemlich flexibler Barcode-Typ. Ich kann hier jetzt noch ein paar Einstellungen treffen. Ich kann die Farbe der Linien festlegen, normalerweise natürlich schwarz. Eine Hintergrundfarbe festlegen. Voreinstellung ist hier weiß. Ich kann die Schriftart festlegen, wenn ich hier einen Text schreibe. Ich kann hier auch festlegen, ob die Schriftgröße automatisch festgelegt werden soll, ob diese Start- und Stopplinien hier länger angezeigt werden sollen. Die Option nur sichere Breiten zulassen würde ich auf jeden Fall aktiviert lassen. Das ist dann so, dass hier nicht mehr alle, also wenn ich jetzt hier eine Breite wähle in Millimetern, dann kann es sein, dass der halt ein Stück davon nicht benutzt, damit halt die breiten und die schmalen Streifen hier bei dem Barcode eben genau die gleiche Anzahl von Pixeln haben. Das ist wichtig, damit der Barcode dann später auch entsprechend erkannt werden kann. So, wenn ich die, so größer ich die Auflösung natürlich dann auch mache, umso besser kann natürlich die gewünschte Breite auch eingehalten werden. Das heißt, ich kann ja die Auflösung einstellen. Wenn ich eine niedrigere Auflösung habe, dann werden natürlich auch nur weniger Breiten zulässig sein. Je höher die Auflösung wird, umso mehr Breiten sind natürlich dann auch machbar. Ich kann hier einen Rand festlegen, kann eine Rotation festlegen. So. Wenn ich es rotieren will, muss ich natürlich dann hier die Breite und Höhe entsprechend anders einstellen. Das ist dann, wenn ich 90 Grad rotieren will, dann breiter als hoch ist. Zum Beispiel hier. Ich mache jetzt mal Rotation 90 Grad. So. Ja. So, was haben wir noch? Rotation über. Ich kann eine Überschrift schreiben. Ich kann die Sache transparent machen. Das heißt, die vorhandene Hintergrundfarbe wird benutzt und nicht weiß. Hier steht nochmal der Hinweis, der Rand erscheint nicht in der Vorschau. Also wenn ich jetzt einen Rand eingebe, das wird dann beim Ausfuhr oder beim Export dann berücksichtigt. Ich kann jetzt natürlich dieses Bild, was erzeugt wird, in die Zwischenablage kopieren, entweder als Bilddatei oder als BMF-Datei. BMF ist dann halt so eine Metadatendatei, wo dann die einzelnen Striche dann gespeichert werden. Kann ich dann meinetwegen in CorelDRAW einfügen und habe dann die einzelnen Striche. Ich kann das ja mal zeigen. CorelDRAW. Ich mache jetzt mal hier die Option. Datei. Und mache jetzt hier mal kopieren als WMF und dann einfügen. Und habe das jetzt im Prinzip hier, das ist im Prinzip jetzt hier ein Vektorobjekt. Und wenn ich es aber jetzt als Bild kopiere, mal einfügen mache, dann ist es wirklich hier so ein Bildobjekt. Also einzelne Pixel sozusagen, das ist der Unterschied.
Ich kann die Sache dann auch speichern als Bild oder als Metadatei, also als EMF oder WMF-Datei. Ich habe die Möglichkeit, den Barcode zu drucken und habe dann hier halt die Möglichkeit, auch eine gewisse Anzahl an Etiketten zu drucken. Kann hier einstellen, wie viele Etiketten pro Blatt gedruckt werden soll. Und der Abstand zwischen zwei Etiketten kann die bereits gedruckten Etiketten einstellen. Das heißt, ich kann welche überspringen. Habe hier die Möglichkeit, den Drucker einzurichten. Das heißt, den Drucker zu wählen, das Papierformat zu wählen. Und dann mit OK starte ich dann halt den Ausdruck. Eine weitere Option ist diese Stapelverarbeitung. Das heißt, ich kann hier eine Liste mit Barcodes hinterlegen oder halt erzeugen. Das heißt, ich kann hier 10, meinetwegen, oder wie viel ich will, fortlaufende Barcodes erzeugen. So, und ich kann auch Barcodes aus einer Liste, aus einer Textdatei laden. Ich kann hier festlegen, Zeichen am Beginn des Barcodes, Startcode und dann Anzahl der zu erzeugenden Codes. Das letzte Zeichen ist hier dann immer die eine Checksumme, weil das Programm hier davon ausgeht, dass es also ein ERN13-Code erzeugen soll. So, ich kann hier ein Ausgabeverzeichnis einstellen, wo die Dateien erzeugt werden sollen. Das Ausgabeformat, entweder Bild wieder oder EMF-Datei. Ich kann hier sagen, jede zweite Zeile als Überschrift nehme ich hier, sage, okay, ich hinterlege einen Barcode und dann eine Überschrift, Barcode, Überschrift und so weiter. Für den Barcode. Ich kann hier auch drucken, das heißt, ich kann hier die ganzen Barcodes, die ganze Liste dieser Barcodes praktisch ausdrucken. Dass ich auch dann verschiedene Barcodes auf ein Blatt drucken kann. Ja, ich habe hier nochmal die Möglichkeit, dieses Projekt mit öffnen, speichern, zu speichern und zu öffnen. Das heißt, diese ganzen Einstellungen als Projektdatei zu speichern und dann halt wieder später aufzurufen. Hier nochmal die Möglichkeit des Exports. Das ist genau derselbe Button wie hier. Als Bild, Metafile speichern. Hier nochmal die zwei Kopieren-Optionen, die hier auch schon als Buttons sind. Und die Möglichkeit, die Sprache zu wählen. Das sind eigentlich die Möglichkeiten des Programms. Ja, wenn ihr euch die Videos gefallen, dann abonniert den Kanal. Ich stelle jetzt hier jeden Tag im Prinzip ein Video, also ein Programm von mir vor. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video.